Kinder zwischen 1 und 6 Jahren sind so wissbegierig wie später nie mehr. Wofür brauchen wir Geld? Wie viele Monde gibt es? Warum ist es im Winter kalt? Bildung ist nicht das Füllen von Fässern, sondern das Entzünden einer Flamme. Über 350.000 Fachkräfte arbeiten in Deutschland in Kindertagesstätten. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Ihr wisst, dass unsere Arbeit wichtig ist. Der Heilpädagoge Arthur hilft Britta und Sven, sich frei zu schwimmen. Lernen durch das sinnlich Erfahrbare. Bildung kann man nicht weitergeben wie einen Ziegelstein. Arthur unterstützt Britta und Sven, am normalen Leben teilzunehmen. Ihr wisst, dass unsere Arbeit wichtig ist. Ein Sozialarbeiter ist ein Alleskönner. Er ist immer ansprechbar, wenn man ihn braucht. Und er ist mega in Ordnung, der Peter. Peter hat mir schon oft geholfen, sonst wäre ich schon wieder im Knast. Er ist Vermittler, Krisenmanager, Vertrauensperson. Und er ist richtig gut. Ohne ihn würde hier die Luft brennen. Ihr wisst, dass unsere Arbeit wichtig ist. Wir sind hochqualifiziert und tragen eine große Verantwortung. Aber bezahlt werden wir schlecht. Kfz-Mechaniker zum Beispiel verdienen viel mehr als wir. Warum verdient einer, der Autos baut, viel und wir so wenig? Sind Autos wichtiger als Kinder? Sie haben anspruchsvolle Ausbildungen absolviert. Sie leisten hochqualifizierte Arbeit. Sie verdienen eine deutliche Aufwertung. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Eltern, im sozialen Erziehungsdienst wird richtig gute Arbeit geleistet. Arbeit, die anspruchsvoller geworden ist, die einen Qualitätsschub erfahren hat. Dafür braucht es richtig gute Leute, die dann noch zu Recht richtig gutes Geld erwarten können. Aufwerten jetzt. Das ist das Motto, unter dem die Beschäftigten im sozialen Erziehungsdienst jetzt für bessere Bezahlung, für Aufwertung eintreten. Und ich bitte dafür um Ihre Unterstützung. Komm kämpfen!